Und dann, was geht auf, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, eigentlich sollten keine Videos mehr kommen. Ich mache aber trotzdem wieder ein Video, einfach weil ich darauf ja, Bock habe. So, das heutige Video ist Telonym 8. Ja, Telonym 8. Ich bin gespannt auf die Fragen. Ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich weiß noch nicht, was für Fragen hier auf mich zukommen. Ich würde einfach mal sagen, wir starten einfach mal rein. Ich würde einfach sagen, wir gehen als allererstes. Wir machen wieder von unten nach oben. Deswegen, ich würde sagen, wir starten rein. Was hast du gestern gemacht? Gestern war Sonntag. Ich bin gestern nach Hause gefahren. Ich war das Wochenende. Beziehungsweise, ja doch, wenn ihr das seht, ist doch. Wobei, ich sehe das Montag. Also heute. Ja, logisch. Nach Hause gefahren, denn ich bin das Wochenende bei meinem Vater gewesen. So, senden wir das ab. Genau, was hast du gestern gemacht? Habe ich ja beantwortet. Aus irgendeinem Grund ist sie jetzt hier noch drinne. Wo ist sie jetzt hier noch drinne? Warte, kann das sein, dass ich einmal kurz restarten muss? Okay. Ja. Vertraust du schnell? Kommt auf die Person an, muss ich sagen. Also wenn mir eine Person jetzt zum Beispiel schnell vertraut, dann vertraue ich auch schnell. Sagen wir so. Wie ist die Beziehung zu deinen Geschwistern? Ich bin Einzelkind. Also kann ich keine wirkliche Beziehung zu meinen Geschwistern haben, wenn ich keine habe. Wie merkst du, ob jemand dich wirklich mag, wenn man es mir sagt? Hä? Wenn die Person es mir sagt. Ist doch logisch, hä? Sonst merke ich das nicht. Sonst bin ich da wirklich zu doof für. Gibt es irgendwas, das dir gerade voll Spaß macht und was? Zocken, Bruder. Wann ist dein Geburtstag? 10. Juni. So, aber die meisten wissen das eigentlich auch. Wie würdest du deinen Hund nennen, wenn du jetzt einen neuen bekommen würdest? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube einfach, wenn ich einen Shiba Inu hätte, würde ich ihn Xion nennen. Aber auch nur, weil ich den YouTuber cool finde. Ganz ehrlich, ich sag euch ehrlich so, wie es ist, Digga. Ich kann Xion wirklich nur empfehlen. Geiler YouTuber. Kommt aus Österreich, wo ich übelst gerne mal hin würde. Auch aus der Stadt, wo ich gerne mal hin würde. Graz, da würde ich übelst gerne mal hinfahren. Aber, Bruder, teuer. Sehr teuer, das Ganze. Auch die Hinfahrt alleine safe. Deswegen, wenn ich einen... Schreibe ich den Say falsch? Inu? Schreibt man Shiba Inu zusammen oder ist da ein Bindestrich? Ich lasse da jetzt mal diesen Bindestrich drin, ne? Würde ich den. Weil es gibt ja wirklich Leute, die haben ihren Shiba Inu wirklich Xion gefallen. Genannt. Welche YouTuber schaust du dir am meisten an? Hype Mike, Xion, Paluten, Maxify ab und zu mal, aber auch schon regelmäßig, Rezo, Julian Bam und Zef. Zef gucke ich halt auch mittlerweile übelst gerne. Wobei, und welchen Kanal ich auch empfehlen kann, ist DJ Mark, unten in der Videobeschreibung. Genau, welche Schuhe? Was für Freunde verdienst du eigentlich? Was für Freunde verdienst du eigentlich? Oder ich raff diese Frage nicht. Ach so, was für Freunde ich so gerne in meinem Leben hätte wahrscheinlich. Ach so. Ja, perfekt, Digga. Jetzt als Freunde in meinem
muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, Leute, falls ihr dieses Video gerade seht und ihr mich irgendwie kennt, Schule oder so, ich küsse euer Herz. Wirklich, ihr seid die Besten, die ich mir vorstellen kann. Von daher, ja. Wie heißt die WhatsApp-Gruppe zwischen dir und deinen besten Freunden? Hab keine. Haben keine. Schreib tatsächlich privat eher. Von welchem Trend wünschst du dir, dass es ihn nie gegeben hätte? Boah, yo, okay, das. Oh, Digga, ich kenne kaum Trends eigentlich. Wobei doch dieses. Bruder, dieser Depp-Trend, Digga, der war so unnötig. Der war halt wirklich anders unnötig, Digga. Was würdest du als Mann nicht bei Dates anziehen? Bruder! Herr Jogginganzug, Digga. Logisch, Jogginganzug. Oder damit machst du direkt Minus. Da kannst du gleich wieder umdrehen und ganz nach Hause gehen. Lieblingstiere tatsächlich Shiba Inu und Katzen, Bruder, ich feier Katzen so, ne? Katzen sind geilsten Tiere überhaupt, Digga. Ich habe ja selber zwei Katzen, beziehungsweise einen Kater und eine Katze. Ey, die sind so schnuckelig, ne? Wenn die erstmal so in ihrer Kuschelphase sind, oh, gefühl Katzenhimmel, du bist selber im Katzenhimmel. Nein. Aber ja, Shiba Inu, also diese Hunderasse Shiba Inu und Katzen. Wenn du eine Person datest, wie sprichst du mit deinen Freunden über sie? Also hauptsächlich halte ich dann die Fresse, weil ganz ehrlich, was ich in meinem Privatleben mache, so Dates oder so, keine Ahnung, Digga, das geht meine Freundin nichts an, so. Guck mal, ich habe das Glück, ich sitze eigentlich den ganzen Tag nur vorm PC. So, ich habe diesen Stress nicht, Schradders. Aber ich weiß es nicht. Aber ganz normal dann. Ganz normal. Warte, ich schreibe lieber noch ganz dahinter, ganz normal. Ohne Punkt extra aus Prinzip, ne? Hast du schon mal jemanden mit Absicht eifersüchtig gemacht, weil du sauer warst? Nein. Oder? Warte, jetzt muss ich überlegen. Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung, Digga. Wofür wurdest du mal unfairerweise bestraft? Lachflash. Lachflash im Englischunterricht. Ja, Bruder, ich schreibe komplett Scheiße. Lachflash im Englischunterricht. Wey, yo, das wäre der größte Lachflash überhaupt. Öff. Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wir sind am Ende des Ganzen angekommen. Ja, ihr könnt mir hier gerne folgen.